Sind wir wieder bei diesen Überlebensmissionen. Ja, so langsam geht es dann tatsächlich immer noch weiter dem Ende zu. Das müsste tatsächlich jetzt die vorletzte Mission sein, sofern nicht noch zufällig irgendwas erscheint. Tatsächlich. Aber es sind nicht, ne? Gut. DLC sind natürlich immer was anderes, aber... Ja, sollte nochmal ein DLC kommen, dann kann man da ja sowieso nochmal wieder was aufnehmen. Aber ansonsten ist das hier, glaube ich, dann die vorletzte Überlebensmission. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert bei dem Thema, wo wir ja gerade dabei waren. 6. Theoretisch, klar, kann jeder es verschreiben, aber ist halt immer die Frage, es verschreibt ja nicht ohne Grund jemand was. Aber normal müsste man das ja in, da fährt man eine Krankenkassenkarte, da müsste das ja eigentlich hinterlegt sein. Oh, ich glaube nicht. Ja, wir haben gerade nur dafür, damit ihr dann das, was theoretisch an, was sie halt machen. Halt ja, okay, formuliere es mal anders. Du hast ja beim Arzt, wenn du hingehst, die haben quasi ja auf dem Computer eine Datei von dir offen, wo alle deine Infos drinne stehen. Und deine letzten Krankschreibungen auch drinne stehen. Zumindest ist das hier so. Ich gehe stark davon aus, dass es bei dir auch so ist. Ich kann halt nicht wirklich mitreden, weil ich immer beim gleichen Arzt bin. Da hat immer seine eigenen Dinge. Ja, das mag, ja, okay, das mag sein, aber normal. Ja, aber selbst bei dem steht das ja drinne. Also bei dem selber steht das ja sowieso drinne. Und normalerweise haben die, glaube ich, die anderen auch Zugriff auf diese Akte, andere Ärzte. Eigentlich. Na gut, das sind Standard geht, die, wenn du vom Krankenhaus Entlassungsbericht hast, den musst du immer selber mitgeben. Oder auch ja, nicht selber. Krankenhäuser, keine Ahnung, ich genau weiß es nicht. Weil das Problem wäre, tatsächlich, was mache ich, wenn er es nicht ausschreiben würde? Dann habe ich ein Problem. Theoretisch. Beziehungsweise, was heißt Problem? Ich hätte dann halt für, naja, es wäre ein sehr knapper Zeitrahmen, das heißt letztendlich... hätte ich ja immer noch für 2 Tage oben drauf. Das heißt, in 7 Tage, dann wäre wieder ein Sonntag. Das heißt, dann hätte ich noch Montag und Dienstag. Und um so ein Rezept zu haben, müsste man einen Tag vorher anrufen. Das heißt, am Montag. Das heißt, Dienstag würde das letzte dann auslaufen. Gut, wenn wir mal in meinem Beruf also noch kannst du es dir 2 Stunden später abholen. Bei uns heißt es irgendwie, dass man Werktag vorher das anrufen soll oder Zeit sagen soll. Aber schlussendlich ja. Ich gehe mal davon aus, vielleicht, also ich weiß ja nicht, wie da die Regeln so sind. Ich würde schon davon ausgehen, dass er mir das ausstellen wird. aber ich kenne mich aber nicht aus. Normal habe ich nicht auf lebenslange Basis erstmal verschreibungspflichtige Medikamente. Das ist jetzt logischerweise das erste Mal. Tatsächlich. Ah, ich dürfte auch mal wieder zum Blut abnehmen gehen und schauen, wie es meine Schilddrüsenwerte aussieht. Das heißt ja jetzt theoretisch, sind die Medikamente ja nichts Überlebenswichtiges oder so. Das haben wir nur, ne? Holz runter. Na, überlebenswichtig, ja. Ist nicht überlebenswichtig, ich habe damit auch ohne gelebt. Nur, ich weiß nicht mal, wie das ist bei den Sachen, weil die ja dann quasi abgesetzt sind. Ob das, weiß ich nicht. Es wäre schon sinnvoller, keinen Tag auszulassen mehr. Bei solchen Betten nicht unbedingt. They're not all dead yet. He'll rest. Das Ding ist einfach nur, tatsächlich, wie gesagt, dass ich bei dem Arzt, ja, dass es da irgendwie so ohne Anfassen einfach durchschleusen, dahinsetzen, nicht angucken, was ich habe oder so, sondern einfach nur, ja, hier, tschüss. So, weil sie meiner Meinung nach Angst haben vor Corona, obwohl ich es, wie gesagt, nicht habe. Ich habe zwar jetzt nicht wieder getestet, aber der letzte war ja eh wieder negativ. Ja, da bist jetzt noch kein einzigen positiv. Ja. So. Und ich habe nicht mal einen einzigen, der
Ding war, der ungültig war. Der ungültig hat ja auch nicht. Immer nur negativ. Ich habe damals ja schon viele gemacht, wo ich noch nicht geimpft war. Du musstest ja auch welche wegen ÖPNV ja. machen. Ja. Und Arbeit. Am Anfang. Du durftest ja auch nicht arbeiten teilweise. Soweit ich das weiß. Ja, das macht das Ganze auf jeden Fall wieder komplizierter. Aber letztendlich, selbst wenn ich es gewusst hätte, ich meine, gut, dann hätte ich tatsächlich noch letzte Woche Freitag trotzdem nochmal anrufen. Und der hätte auch nichts gebracht. Hätte ich Donnerstag da anrufen müssen. Aber die hätten, geht auch nicht, da waren die auch schon zu. Ich hätte eine E-Mail schreiben können. Aber die hätten sie, es wäre halt so oder so doof gewesen. Oder geworden. Es hat mir wieder so viele doofe Sachen, die auf einmal wieder aufeinander kommen. So oder treffen. Das ist. Das ist ja genauso, ich bin ja auch nach Hause, genau um eine Uhrzeit, wo die Ärzte schließen. Das war genauso doof. Aber naja. Irgendwo direkt vor uns ist einer. Gotcha. Hauptsache ich muss das Schuss finishen. Ja, aber es muss ja jemand anders verschreiben können. Es muss ja, weil nehmen wir an, der Arzt existiert einfach nicht mehr, dann muss ja jemand anders. Aber schreiben tun sie. Das Ding ist halt, ich weiß immer nur nicht, ob sie dich dann vorher nochmal dafür irgendwie untersuchen müssten. Ich kann auch nur von meiner Seite her reden, dass da meine langjährige Ding ist. Das war's? Ja, das ist schon deshalb. Keine Ahnung, wie viel ich. Ja, meine Mutter war sogar bei seinem Schwiegervater. Das Ding. Ja, weil, wie gesagt, keine Ahnung. Ja, muss ich nachfragen. Leute, mir ist gerade aufgefallen, du Wasser doch läuft durch, dass du in der letzte Wellen. Ja, die Richtung zumindest in Wellen. Ja. Soyez prêts, the bastards aren't all dead yet. Ja, alles so stressig und kompliziert. Bin ich ja nicht so der Fan von. Ey. Was, ey? 5 Meter. Ja. So, ich habe den Scharfschützen im Wallpick gekillt. Da liegt auf jeden Fall noch einer on the ground. Bei der Markierung. Ah, er versucht sich da. Komm, beweg dich. Panzer? Er hat mich gesehen. Ein paar Wegpanzer, kusch. Egal. Ja, er guckt mich jetzt. Nein, 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 nein. Das bin ich nicht, das bin ich gar nicht. Stopp, stopp. Nein, 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 nein. Guck weg. Au. Weggucken. Boah, Panzer. Oh, du hast Schild am Wasser. Na egal, der kann ja weiter chillen.
Wenn er chillen will, soll er das machen. Hey, boom. So. Oh mein Gott, kann er jetzt mal stehen bleiben? Aua. Diesmal auf den Panzer bitte. Ah, egal. Okay, Lunte neues an. Nicht schießen. Panzer. Okay, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht noch in einer gleichzeitigen Sekunde. Weil ich genau neben dem explodierenden Panzer stehe gerade. Nee, ich sag mal. Nice. Tatsächlich würde ich vermuten, dass ich das Schlimmste schon rüber habe mit der Krankheit. Also es ist zwar noch Schnupfen und erkältetmäßig und vielleicht auch lieber noch da. Ja, möglicherweise ein bisschen vielleicht. Oder erhöhte nur. Husten ist auf jeden Fall da, auch wenn das jetzt gerade nur mild war. Aber ich habe auch genug gerade genommen, dass da nichts ist eigentlich. Aber wenn man überlegt, dass vor allen Dingen Halsschmerzen das Schlimmste daran, ja. Mehr oder weniger, meiner Meinung nach, ist er weg. Aktuell. Das war auch in der Nacht nicht wirklich groß vorhanden. Und das ist gut. Oh, oh toll, ist ich von der Kirche runtergefallen. Wer ist von der Kirche runtergefallen? Ich bin gerade von der Kirche runtergefallen. Nicht so gut. Von Full HP auf einen HP-Balken runter. Eieiei, kommen da viele. Uiuiuiuiui. War das ein Triple? Nein, schade. Ein Triple. Also, dass sich viele waren, dann weiß ich auch nicht. Irgendwo unter mir ist einer. Falls du den siehst. Am LKW. Am LKW? Ja, nee, das heißt irgendwo direkt unter mir. Ja. Irgendwo direkt unter mir. Das ist jetzt bei mir drin. Zieht auf mich. Ah, da habe ich noch zwei vor meiner. Von meinem Windrad. Hier war der irgendwo hier unter mir ist immer, oder? Ah ja, doch da. Das war ein heftiger Schuss. Weil sein Kiefer zerberstet. Zerborsten? Ach, zerborsten? Egal, geht beides wahrscheinlich. Apropos zerborsten, Mehrzahl von Kran ist ja Kräne, ja? Ja. Kann man auch Krane sagen? Wir sagen eigentlich auch immer, ja gut, Kran, ja. Weiß ich nicht, weil ich ein Thumbnail von irgendeinem deutschen Sender oder so gesehen habe und da stand drauf Krane. Wahrscheinlich. Deswegen
weiß ich nicht. So, auf jeden Fall. Ja, so irgendwie, es hört sich jetzt nicht ganz falsch an, aber normal wäre es ja Krieg, ne? Aber, ja. Gleiche ist aber mit Einkaufswagen, mehrere Einkaufswagen oder Wegen. Ich glaube, es geht da auch beides. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. So hart bin ich auch nicht in der Grammatik drin, um das alles zu wissen. Oder, wenn es Grammatik ist, doch, ist glaube ich. Das ist Grammatik. Nee, Geschichte ist es auf jeden Fall nicht. Irgendwo ist Diaper. Ja, links irgendwo hinten. Aber ich weiß nicht wo. Ich hab nur... letztes Mal kommt einer, guess. Nur, gehört, die Richtung. Bei mir kommt bis jetzt gar nichts. Das Problem ist aber, dass ich über deine Kirche auch nicht rüber gucken kann. Aber doch, ich kann die genau da, wo du hinschießt, da kann ich schießen. Das geht noch. Ich will nicht klettern. Karl, rauf mit dir. Problem ist, ich krieg nicht alle von hier beschossen, ne? Da kommen jetzt welche durch zu uns schon. Frag mich aber, warum du wieder bis zur Kirche gelaufen bist. Das ist halt übelst weit weg. Jetzt habe ich schon eine schräge Position. Heißt, den LKW würde ich kriegen. Oder hinter der Mauer. Oder auch nicht. Oh, Sniper ist auf. Ich habe einen Sniper gefunden. Auf der. Danke. Achso, ja, dann der Scheune ist der da, ne? Aber da kann ich, aber ich auch keine. Ich bin. Ja, das noch zwei da. Ja, eine Scheune da drin ist einer. Neben mir. Neben dir ist übrigens auch einer hinter dir, ne? Ja, ich war. Rechts in deinem Haus. Ich wollte nur sagen. Und da ist ein Auto. Das ist ein Langfuß. Und einer, der unter dir slidet, also so, ne? So, halt hinten. Ja, das fehlt eigentlich dem Game, was man sliden kann. Egal. Geh ich schon mal Richtung. Ah, ja. Fall das auf. Geh ich schon mal Richtung Auto. Keinen roten Punkt noch für den Motor. Der Motordeckel wäre auf. Jetzt explodiert er gleich. Pixelschüsse. Was für ein Pixel? Ja, Pixelschüsse. Pixelschüsse? Pixelschüsse. Ja, Pixelschüsse. Hab ich gesagt. Ja. Ja, aber hä, verstehe ich nicht. Was für Pixel? Ja, weil ich theoretisch keinen Winkel hatte, um in seinen Motor kaputt zu schießen. Aha. Hab ich einfach nur auf den roten Trigger vertraut. Aha, ja. Jetzt mal wieder welche bei mir oder noch nicht? Doch, da hinten, Scheune. Oh, bei mir kommt auch was. Oh, Monsieur Panzer kommt.
Ups. Wie ich aus der Entfernung seinen Hoden zerfetzen konnte, ist mir zwar noch leicht fraglich, aber egal. Sachen passieren. Du musst aber auch belastend sein, wenn du da hinten läufst. Denkst du so, ja, wenn, werde ich ihren Kopf getroffen, dann schießt du immer deine Hoden weg. Also wenn du danach noch lebst, bestimmt ziemlich belastend am Anfang auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, aber genau in dem Moment, wo du Hoden gesagt hast, habe ich dem einen gerade einen Hodentreffer verpasst. Er hatte richtig Umpanzer, perfekt. Nur noch Panzer. Er wird einfach nicht. Nein, ich will nicht. Ich hasse das, wenn Karl der denkt, ich fange zum Klettern an. Puh. Ja, Teleport 3, 2, 1. Gerade der Nachladeton. Hast du auch nachgeladen? Ja, ja. Ja. Hier sind wir. Okay, dann kann ich wieder mal ein Ding reingehen. In die Mühle des Wendes. Ja, und ich gehe wieder in meine Kirche. Auf meine Kirche.